Und da sind wir wieder. Immer noch am Schwimmen, immer noch wir. Immer noch Let's Play Kingdom Hearts. Ja, mit Wasser. Ganz viel davon. Und einen Kommentar zu der Wasserlevel. Wasserlevel sind auch scheiße. Die sehen toll aus, aber sind scheiße. Das hast du bei der Oma auch. Ja, da sieht man wenigstens, dass ich meiner Meinung treu bleibe. Da, blöder Geist. Was macht eigentlich ein Geist hier unten? Wenn ich mal so drüber nachdenke, wir wollen ja Donkey Kong 3 auch noch spielen. Sind da nicht haufenweise Wasserlevel? Ja. Das könnte lustig werden. Da ist sogar ein Unterwasserboss. Ja, ich war ja noch nie, also ich hab den mal einmal schon geguckt. Das ist schon gemein, ja, für dich. Ich kenne den 100%. Das einzige, wo wir uns durchschießen werden, sind die Bananenvögel. Falls dir das ein Begriff ist, ich weiß es nicht. Ja, ich hab mal einen bekommen, da musstest du die Tasten gucken, wo die vorgegeben wurde. Ja, aber da ich die Tasten ja sonst wie gelegt habe, weiß ich nicht, was sein soll. Und dementsprechend werde ich das einfach durchschießen. Beziehungsweise halt safe staten, mehr oder weniger. Aber halt nur mehr oder weniger. Aber. Dover, blöder Geist. Ach. Noch ein Geist. Oh mein Gott. Ich hab keine Angst vor Geistern. Ich fand die süß. Ich hab auch keine Angst vor Geistern. Und ich zock gerade Dead Space 2, wo ich alle paar Minuten Schockmomente erleben soll. Aber das hier ist nur nervig. Gott verdammt, blöder Geist. Geh weg oder stirb. Ist ziemlich neu. Also Dead Space 2 zumindest. Ja. Ich spiel's privat, sonst heißt es auch wieder, ich bin nur auf Abo scharf oder so eine Kacke. Ach komm, lass die Leute reden und hör einfach nicht zu, ne? Kennst du das hier? Ja, ja. Nee, ich. Selbst wenn, ich würde es jetzt eh erstmal privat spielen, von daher. Kannst du es mir ja zeigen, wenn ich mal da bin. Zum Beispiel. So, was haben wir da drin? Was haben wir da drin? Oh Gott, ich hasse diese Mechaniken hier unten. Das Schlimme ist, da will man zum Beispiel eine Truhe, was heißt Truhe? Eine, ja, man hat die Muschel geöffnet, will dann den Schatz, musste aber irgendwie bestimmt dran schwimmen, sonst registriert er nicht, dass die Muschel offen ist und du das Item bekommen müsstest. Ich mag das nicht. Ja, genau. Man sollte lieber Schatztruhen unten haben. Ganz einfach. Okay. Solange du keine Sexträume mit dem Viech hattest, war alles okay. Ich hab den einfach vergessen, das Blut. Ja, ist okay. Ja, da hatten wir unseren neuen Gegnertyp, die dämlichen schwimmenden Unterwasser-Heinis. Aber wie gesagt, im Prinzip völlig nutzlos. Den du auch als Kissen missbraucht hast? Oder so. Ach mein Gott, Leute, macht doch einfach das Viech tot. Das ist doch unglaublich. Alles muss man selber machen. Du bist da was? Wozu habe ich Party-Member, wenn sie die blöden Gegner nicht töten? Wer ist denn gerade in der Party? Donald und Ariel. Na, auch Donald ist ja nicht ganz so schön. Doch, eigentlich schon. Wenn er mal seine Magie nutzen würde. Was er im Prinzip auch oft genug macht, aber halt nicht extremst immer. Nicht so wie ich. Ich bin ja der totale Magie-Fan, ne? Hahaha. Ha, ha. Als ob. Also die einzige Magie, die ich in dem Spiel mag, ist Vita. Okay. Bei Donald hatte ich als Kind immer Probleme, den zu verstehen. Im Spiel jetzt oder so, mal in den. Boah, der macht dann auch nicht unbedingt leicht, ne? Ja, das stimmt eigentlich. So, tot, weiter schwimmen. Das war eine Scheide, muss ich schon. Das war ein bisschen.
Ja, wunderbar. So, Cutscene. Das war sehr knapp. Solange ich meinen Dreizack habe, werde ich diese Kreaturen innerhalb des Palastes nicht dulden. Vater? Oh, Ariel, wann wirst du endlich verstehen, dass es gefährlich ist? Da draußen lauern seltsame Kreaturen. Habt Acht! Ihr schwimmt vor dem Herrscher der Meere! Seine Majestät, König Triton! Und wer ist das? Mit ihnen haben wir diese Kreaturen besiegt. Sie kommen mir nicht bekannt vor. Wir kommen von einem Ozean sehr weit entfernt. Ja, wir sind hier, um das Schlüsselloch zu suchen. Das was? Was ist das? Na ja, das ist... Sowas gibt's hier nicht. Bestimmt nicht hier. Aber Vater! Ariel? Kein Wort mehr. Du darfst den Palast nicht verlassen. Ist das klar? Ja, du darfst den Palast nicht verlassen. Ist das klar? Und schon haut sie ab. Ach, vielleicht bin ich zu streng. Ich bin doch nur um ihre Sicherheit besorgt. Natürlich, Euer Majestät. Aber zugegeben, jetzt bin ich ziemlich neugierig auf das Schlüsselloch. Das hat dich nicht zu beschäftigen, Sebastian. Hast du etwas zu berichten? Wie ihr vermutet hattet, Euer Majestät, sie scheinen aus Ursulas Grotte zu kommen. Ich wusste es. Diese Meerhexe führt nichts Gutes im Schilde. Die Verbannung aus dem Palast hat sie wohl nichts gelehrt. Ja, sie stellt eine Bedrohung dar. Und ich hab dir doch befohlen, Ariel von Gefahren fernzuhalten. Oder etwa nicht? Euer Majestät, bitte, ich... Okay. Ja. Meinst du nicht, dass das sehr makaber wäre? Also mal abgesehen davon. Doch, wurde sie. Da ist Liebe drin. Ganz viel Liebe. Ja, Plankton war ja das Gefakte, aber Liebe stimmt schon. Du musst jetzt sagen, kommt mit zu meinem Versteck, ich möchte euch etwas zeigen. Dort ist es. Dort ist es. Hooray. Hooray. Ist das ein Delfin? Hey, Delfin, meiner. Was ist ein Delfin? Hey, Delfin, meiner. Das brauchst du nicht vorlesen. Ich hab mir einfach mal in das Ding gepackt. So. Ich wollte schon immer einen Delfin am Schwanz ziehen und das war der perfekte Moment dafür. Ja, aber das mag ich nicht so. Da hatte ich, glaube, da hatte ich eins für die PS2 und das fand ich doof. Und du findest es doof? Außerirdische übernehmen die Welt und du musst die Welt retten? Egal. Warum solltest du das tun, wenn du das als Delfin machen kannst? Kann natürlich sein. Ich hab's noch nicht mal probiert aufzugeben, aber die Aufnahme scheiße. Ach so, naja. Katschin! Ach so, du musst jetzt sagen, seht euch all die wunderbaren Sachen an, die Fabius und ich gesammelt haben. Sind das all?
all die wunderbaren Sachen, die Fabius und ich gesammelt haben. Ich glaube, sie stammen alle aus einer anderen Welt. Ich glaube, sie stammen alle aus einer anderen Welt. Eines Tages werde ich erfahren, wie es draußen ist. Eines Tages werde ich erfahren, wie es da draußen ist. Ich möchte andere Welten sehen. Klingt das verrückt? Ich möchte andere Welten sehen. Klingt das verrückt? Nein, überhaupt nicht. Früher dachte ich genauso. Das bin ich, aber... Jetzt früher. Los. Sag früher. Früher. Ich meine, jetzt auch. Jetzt musst du vorlesen. Warum suchen wir nicht zusammen das Schlüsselloch, von dem du erzählt hast? Warum suchen wir nicht zusammen das, wovon du erzählt hast? Das Schlüsselloch. Das Schlüsselloch. Genau. Aber dein Vater hat gesagt... Ach, er behandelt mich wie ein kleines Mädchen. Ach, er behandelt mich wie ein kleines Mädchen, was ich auch bin. Er verbietet mir immer alles. Er verbietet mir immer alles. Er versteht mich einfach nicht. Er versteht mich einfach nicht. Supi, haben wir das auch gelöst. Sie ist ein kleines Mädchen. Sie hat Brüste, sie ist kein kleines Mädchen mehr. Sie ist eine pubertierende Zicke. Ja, okay, aber sie hat Brüste, also ist es schon relativ weit vorne. Ach, sie ist eine pubertierende Zicke. Ja, das stimmt wohl. Gab's sie nicht mal... Ah, da ist es doch. Einfach mal so eine Schatztruhe aus ihrer Sammlung aufmachen, warum auch nicht. Ist dann noch nicht noch eine gewesen? Ja, da ist noch eine. Die kann man auch noch aufmachen, sehr schön. Was sammelt sie denn so? Ach, du weißt doch, das übliche. Löffel, Gabel, Spieldosen, Kerzenständer, ein paar Fässer, sau viele Krüge irgendwie. Kann ich Plüsch, Todi? Nein. Nein, der ist bei mir und feuert dich an. Jetzt habe ich eine Spielu angemacht. Ja. Ist doch schön. Nein, nicht wirklich. Ich will hier raus. Ich wundere mich, dass die Dinger unter Wasser funktionieren, aber das ist wieder Film und Spiele irgendwie. Boah. Theoretisch können die noch ein bisschen funktionieren, nehme ich an. Aber solange wie die unter Wasser sind hier scheinbar, sollte das eigentlich nicht mehr möglich sein. Naja. Cutscene. Hey. Wie hießen die Muränen, ne? Wie hießen die Muränen nochmal? Glubschi und Ekel? Diese dämlichen Trottel werden das Schlüsselloch nie finden. Aber das Mädchen könnte sich nützlich erweisen. Und ich habe die Herzlosen auf meiner Seite. Triton, mein alter Freund, dein Stündchen hat geschlagen. Ursula. Oh Mann. Was jetzt? Keine Ahnung. Schwimmen wir einfach mal. Ursula, ich will jetzt meine Klassenkamera weg. Okay. Ich muss ja sagen, ich finde den Namen ja nicht gerade nett. Klingt halt jetzt, klingt schon irgendwie ziemlich. Böse. Cruella de Vil ist nicht viel besser. Stimmt, aber ich glaube nicht, dass du jemanden kennst, der so heißt. Nein, aber ich kenne ihn nur Ursula. Ja, das kann man ja schon. Meiner Mutter, die Cousine, ist auch Ursula. Okay. Mehr ist in diesem ganzen Raum nicht? Da ist eine blöde Muschel? Oh mein Gott. Nee, ich kann. Die schmecken auch so gut, wenn man so richtig wird und so, aber viele mögen es ja nicht. Ich mag's eigentlich schon, aber ich würde das teilweise. Das ist natürlich auch ein Problem. Ja, Gigaquallen hier. Ich nenne sie zumindest jetzt einfach mal so. Gigaquallen, die sich nach kompletten HP-Reduzierungen in kleine Quallen verwandeln. Das ist auch immer sehr lustig. Dann hast du ja nichts dagegen, dass ich die herzlosen Quallen einfach mal verprügeln, ne? Nee, das kannst du machen. Ich war mal am Meer an der Ostsee und da waren genug Quallen. Hätte ich die gebrauchen können als Quallenfutter. Ja, ich habe ja auch mein eigenes Schlüsselschwert immer dabei.
war mir vorhin beim Muschelessen gar nicht noch lieber Tintenfisch und Pangasius. Tintenfisch, weiß ich nicht, aber Pangasius, ja. So. Wieder ein Cut, beziehungsweise ein fertiges Video. Wir sehen uns dann also beim nächsten Mal wieder, wenn wir rausfinden, was wir eigentlich machen sollen, was ich eigentlich noch im Kopf habe, aber ist ja auch im Prinzip egal. Also tschüss.